Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Overwatch. Heute mit den Inspektoren Sebastian Lenzen, Dennis Brand, Christian Stachelhaus und mir, dem Peter Gesundheit. Oh, der hat sich sehr geschätzt, Gesundheit. Ja, richtig. Wir sind heute ohne die Unterstützung unseres Vorgesetzten Trill Uchse am Start. Wir wollen uns selber beweisen und gucken, dass wir das auch ohne seine Expertise hinbekommen oder auch nicht. Wir werden mal sehen. Wir geben alles. Wir haben jetzt hier das erste Playback. Also wir denken an Bunny Hops und Wallhacks. Oh, ihr müsst mir viel erklären, ne? Ich habe die Trilogie nicht besucht. Jetzt erklärt aber der Einäugige den Blinden, habe ich das Gefühl. Ja, das ist okay für mich. Hast du schon? Ja, X bringt gar nichts gerade. X macht nichts. Oh, der hat die Bombe aufgenommen, musst oder? Musst du vielleicht das Fenster wieder zumachen? Das Playback-Fenster? Ja. Okay, wir gucken dem Verdächtigen zu, wie er hier seine Kollegen vorlaufen lässt. Nicht ein Smoke? Ja, der schießt einfach da durch. Aber auf muss man daran denken, die anderen sehen den ja auch. Aber naja. Er hatte auch daneben geschossen am Anfang durch den Smoke. Ja, aber die versuchen ja auch da zu verstecken. Wir haben ja erst 3 Sekunden gesehen. Das Problem ist, weißt du, der Chat ist immer dran. Ja, Cheater, sieht man doch sofort. Und das ist schwierig. Wenn er jetzt da durchballert, dann würde ich sagen, ist klar. Ein Zweifel für den Angeklagten. Nee, das war bisher noch das gar Problem, nichts. Was ich dabei immer habe, ist, weißt du, gerade jetzt zum Beispiel waren 3 Leute, standen direkt vor dem Typen. Das heißt, der wusste ja auch, wo der ist und wo der ungefähr hinzielen muss. Ja, dann war es ja auch kein besonders guter Shot, ehrlich gesagt. Oh. Das war überraschend. Der war richtig scheiße, ich würde sagen, Aimbot. Aber vielleicht ist er jetzt noch mad und ja, genau. Jetzt macht er genau. Vielleicht kommt noch mehr der Mut. Ja, wir haben gelernt, Sepp, wenn einer mit der mit der Luftpumpe schießt, dann gucken wir mal auf den Boden, da kannst du direkt alles ab. Okay, dann ist direkt Game Over. Sobald du einen hast, nice geworfene Nate guckt. Auch. Vielleicht wird der auch reported, weil seine eigenen Teammates ihn hassen. Ich muss, Jay, der ist zwar leider nicht da, aber was der letzte Mal richtigerweise auch meinte, genauso wie Bram, wenn die Leute so careless einfach durch die Gegend laufen, weil die wissen, dass da keiner kommt. Mhm. Das hat auch schon mal ein Zeichen für Wallhack. Also bisher ist er einfach ein Nubbel. Naja, er spielt ganz okay jetzt gerade diese Runde. 5-1. Wieso steht der da jetzt einfach nur so rum? Also. Jetzt hat er angemacht, Peter. Ja, weil achso. Also die anderen beiden decken anmachen und dann let's go. Die anderen beiden haben ja gedeckt in die andere Richtung. Aber wir sagen, bisher ist noch nicht so wirklich was passiert, wo man sagen könnte, Digga, nee. Guck mal, es ist eigentlich jede Runde ist an. Ja auch, wir sind jetzt ja Runde 3. Ich wollte gerade sagen, ist erst die dritte Runde, der wurde wahrscheinlich der nicht reportet ja bisher. Der spult ja eventuell gleich. Ja. Also wirst ja meistens erst nach ein paar Runden reportet, oder? Also der ist auch direkt am Anfang. Nee, du siehst, hatte Trill nicht gesagt, du siehst random Runden? Ja, aber das hatte ich auch so verstanden. Ja, aber Trill hat schon viel gesagt. Ich dachte, der zeigt dir dann Vorausgewählte schon. Nee. Wo soll das System denn wissen, was der Cheat ist? Es gibt ja ein Anti-Cheat-Programm, also ein Anti-, also, oder? Ja, das funktioniert auch wunderbar. Ja. Vielleicht erkennt das ja auch so ein bisschen. Warum? Also, er steht aber schon sehr offen. Warum stellst du dich... Ja, ey, okay, wir spielen komm, nur weil einer schlecht spielt, ich würde halt genauso spielen. Wow. Da wusste er auch, was passiert. Ja, aber der hat doch Geräusche gemacht da. Naja, das stimmt. Hört man die Biste? Ja, das weiß ich nicht. Also ich finde, das ist doch nicht fishy. Das also ich meine, bei hier Aimbot bin ich raus, aber bei Wallhack bin ich irgendwie noch nicht raus. Aber gesagt, auch nicht, dass der schuld vielleicht ist. Macht er halt erst an, dritte Runde, ne? Ja. Und was ich aus meiner ersten Overwatch-Folge mitgenommen habe, wenn die Leute springen, soll man irgendwie was erkennen. Das ja, Bunny Hops, verstanden. Das haben wir auch. Und den hat er jetzt aber gehört. Ja, weiß. Hat er den gehört? Bist du dir ja, da, ich hab ihn gehört. Ja. Okay. Ich hab den Sound nicht so laut. So. Okay, vierte Runde. Es ist doch genauso wie wir, ne? Jede Runde das gleiche. Wobei eben ist er durch die Mitte gegangen. Okay, hat er auch rechts noch geguckt, ob da noch einer ist? Kann aber auch ein angefaked sein. Komm, ganz ehrlich, ich tendiere bei dem eher dazu, der aktuell ist alles cool und gleich ist er mad und macht an noch. Ja, ich glaube auch. Der war mad bei 7-1? Warum sollte der mad sein? Ja, einfach nur um zu shaven. Er fragt sich gerade, warum niemand auf diesem Spot ist. Oder ich denkt sich da... Kann ja auch gut verstehen. Keiner. Echo?
Den hat er auch gehört, die Schüsse hat er gehört. Ja, der Kollege von der ABP wurde ja beschossen. Oh. Guck mal. Den hat er auch gesehen. Wait, aber da zuckeln gerade was. Da war gerade ein komisches Zuckeln, ja, das stimmt. Das habe ich auch gemerkt, wo der von links vielleicht nach vielleicht hat rechts. Er sich aber auch geduckt und dann dadurch das komische Zuckeln. Ey, darfst du nicht vergessen, es gibt auch noch die Tick-Geschichte, ist auch beschissen, oder? Ja, das stimmt. Die was? Server-Ticks. Wie häufig quasi das aktualisiert. Ja, so. Ja. Der andere hat sich jetzt eine AK gesnackt und denkt sich, die save ich mir, oder was? Okay. Hä? Boah, ich hab das Gefühl, wir sitzen hier fast vor Gericht. Wieso? Warum? Ach so, weil unsere Runde, oder was? Nee, hey, weil Jay zu. Das wäre so geil. Das wird man ja niemals wissen. Ja doch, wenn wir die Runde genau aufgenommen haben. An den Namen der anderen, oder? Nautilus? Nee, Maple, das sind Lamp. Ja, da würden dann halt die normal generierten. Also, ja. Ich glaube auch, die sind alle generiert. Das sind alles generiert und dann kein einzigen. Wieso hat der da jetzt gerade am Anfang so lange rumgestanden? Ja, wir mussten mal kurz einen Furz rauslassen. Oh mein Gott, also komm ganz ehrlich, ja. Also das finde ich. Nur weil er da rumsteht, ist er ja nicht direkt ein Cheater. Guck mal, er hat jetzt Shots ab. Er hat nicht durch den Rauch geschossen. Okay, das war jetzt auch nicht so brillant da irgendwie. Ist nix. Ja, also ich finde, wir müssen ganz doll aufpassen zwischen, okay, der spielt halt nicht gut, ja, weil er genau. Einfach irgendwie aggressiv nach vorne geht und so einfach vielleicht mal ein bisschen YOLO-Play macht. Das ist ja auch, also das ist vielleicht nicht smart, aber das ist zumindest nicht verboten. Ja, und so spielen wir doch teilweise auch. Also ja, genau, so spiele ich halt auch. Du weißt halt auch nie, wie die Kommunikation zwischen den Spielern stattfindet. Gerade in der Mitte hat wahrscheinlich der Typ dem gesagt, so, ey, da kommt einer vorgerusht, deswegen ist der jetzt nicht durch den Torbogen gelaufen, sondern... Oh, da. Das war sehr. Okay. Ja, aber der Mitte hat das ja vorhin angesagt. Da liegt ja der tote T. Ja. Ja, aber er war trotzdem gut drauf, auf jeden Fall. Nee, also bei den beiden. Guck mal, die Smoke hat er auch richtig gut geworfen. Ja, was halt dagegen spricht, sind halt für mich Kills. Also, wenn du halt 20 Kills gezeigt werden und nur zwei davon sehen fishy aus, denke ich mir so, ne, du hast einen Bot an, der ist entweder die ganze Zeit an oder nicht. Du machst ja nicht bei jedem Kill an und aus. Den kannst du ja an und aus machen. Ja. Oder du kannst auch so tun, als hättest du den nicht an. Also. Kannst du den Bot auch einprogrammieren? Die Leute sind gebieft. Ja gut, die bei A sind, das war klar. Aber irgendwie... Also die zwei, die der gerade Mitte weggemacht hat, da wusste der echt ganz genau, wann die um die Ecke kommen, wo der steht. Also. Aber manchmal hast du auch so Dinge an, dann denkst du, guckst du dir selber an und denkst du, wow, nice! Wie oft haben wir das schon gehabt? Ich weiß, ich bin da mehr in Favor der Unschuld vermutlich. Ich bin da auch eher der Gönner, also der hat noch nicht... Ja, woher wusste der denn, dass der zweite nicht auch Katas ist? Wusste der doch gar nicht. Der eine hat doch mit der Arme, mit der... Ja, aber wenn er nicht wusste, dann frage ich mich, warum der dann mit einer Granate oder mit einem Messer da rumläuft. Weil der zweite mit der M4 die ganze Zeit auf die Treppe geguckt hat. Ja, da kommt keiner durch B. Genau, die Granate direkt darunter fällt. Finde ich jetzt aber auch noch nicht. Alter, ich lerne hier voll die Nähe. Der läuft einfach durch, komm schon! Ja, das finde ich auch echt fishy, muss ich sagen. Ja, da gehört. Das sind ja alles viel Zufälle. Ja, die Schüsse sind halt mega easy, aber ich habe das Gefühl, er weiß, wo die Gegner sind. Ja, das habe ich nämlich auch mittlerweile das Gefühl. Er weiß immer, aber er bewegt die Maus doch nicht so, als ob er das. Also, ja, er bei manchen halt. Situationen erwartet er sie schon, weil du da Gegner erwartest, aber wenn du die immer durch die Wand sehen würdest, dann würdest du doch ab und zu auch mal so. Du würdest das ja verstecken. Da hat er jetzt eine Nate eingeworfen. Da war jetzt natürlich überhaupt niemand. Ja, da hat er jede Runde eine Nate hingeworfen. Wait, den links hat er gesehen, den rechts nicht. Oder? Ja, du kann aber du kannst natürlich davon ausgehen. Ich bin dafür, dass das Credo sein soll, eindeutig finde ich das schwierig alles. Das macht mich gerade stutzig. Okay. Das war...
Ja, aber du guckst dann jetzt guckt er gar nicht mehr dahin, oder? Jetzt guckt er gar nicht mehr dahin. Das ist halt das, was ich meine, ne? Also er guckt einmal dahin in der Sekunde, wo der Gegner kommt und guckt dann kein Mal. Die Nummer 2, die Nummer 2 kann er nicht sehen. Der gerade gekillt wurde, ja, der ist angesagt worden von dem anderen. Aber die Nummer 2, die dahinter stand, die kann er doch gar nicht gesehen haben. Also nee, sorry, ich bin aber auch der Meinung, dass er wusste, bei Wallhack bin ich dabei, bei dem Rest nicht. Bei Wallhack bin ich auch dabei und bei dem letzten bin ich dann dabei. Ha. Also Zielhilfe hatte er nicht. Nein, dafür hat er zu schlecht geschossen. Unzureichend zumindest. Vielleicht hat er es, aber könnte ich jetzt nicht zu 100% Sichthilfe, ja. Sichthilfe sehen wir. Anderweitige externe Hilfe. Bunny Hop Skript. Habe ich nicht gesehen. Dafür ist zu wenig auch geübt. Speedhacks habe ich jetzt auch nicht gesehen. Umgekehrte Kameraperspektive, keine Ahnung. Unzureichende Beweislage. So, jetzt haben wir die dauerhafte Problematik, dass Dennis meint, sobald hier oben etwas angeklickt wird, ist das vierte immer automatisch auch schon mit dabei. Ja, aber warum gibt es da einen Punkt? Also, ja, weiß ich, aber da steht halt, der war unsportlich. Und der war unsportlich. Wenn du cheatest, bist du unsportlich. Das hat mir, dass die englische Übersetzung da anders ist. Da geht genau, Dennis auch. Argumentation dahinter ist, dass er als einziger bisher eine positive Rückmeldung von Overwatch hatte. Das im Gegensatz stimmt. zu uns. Das heißt, ich werde das jetzt auch mal anklicken. Selbst Trilux hat gesagt, er weiß nicht so ganz, manchmal drückt er den Leuten da rein und manchmal nicht. Das war Trilux Aussage, wenn er einen schlechten Tag hat, drücke ich den Leuten rein. Er hat doch auch eine Granate auf seinen Mate geworfen, also da kann man schon sagen. Das war so. Urteil abgeben. Okay. Zu Recht. Und damit haben wir bewertet. Und jetzt gucken wir uns das zweite an. Nee, warte, ich habe jetzt hier schon direkt wieder. Alter, lucky heute. Nice, Pierre. Nice. Deswegen ist deiner so dick. Nicht gezoomten. Nicht Office und kein gezoomten. Ja, Office ist immer sehr, Office ist immer problematisch. Office da sind die Cheater unterwegs. Kacke, echt? Ja. Ja. Da gucken die auch Office wirklich so, wenn Office ist, kannst du eigentlich direkt so zum Ende spulen und alles drücken. Okay, Mirage. Mirage. Komm schon, sei kein Luftpumpenspieler. Oh, ich höre die Luftpumpe schon, oder? Oh nee, er hat Pistole. Okay, er hat auch eine Orb. Wir sind in Runde 8, 10, 11. 8 von 2. 11, 5 hat er. Das war eigentlich ganz okay. Ja, okay, das sieht gut aus. Zwei. Ich finde, den gönnen wir uns jetzt mal hier. Absolut. Okay, dann mache ich mal wieder an. Der ist schon an, X-Ray. X-Ray. Ach, die Skins waren aus, ne? Okay, das war für Fuß. Ja, der ist für mich schon durch. Da war schon da schießt du da immer rein. Oh. Ja, oh, ja, genau. Ey, da stand noch keiner in der Mitte, der den angesagt aha. hat. Drei. Also tot. Oh, shit. Bei Wallhack. Ja, kurz warten, weil da ist ja kein anderer mehr, außer links, aber den sieht er ja, wenn kommen. Ja, nochmal kurz schießen, bla bla. Er will ihn rauslocken halt. Und jetzt. Ja, und jetzt guckt er nach links. Guckt er nach hinten sofort. Ja. Wird dir das dann eigentlich angezeigt, wenn hinter dir dann einer ist? Weil du siehst ihn ja nicht in deinem Sichtfeld. Ja, wenn Short die 7 gesehen hätte, dann sieht er den auf der Minimap. Das stimmt, ja, das kann natürlich sein. Ja. Aber hab ich jetzt er will flexen. Er will flexen. Doch nicht. Komm. What? Oh, da war gerade bei mir voll der Mini-Lag, ja. Naja, aber das war... Da bin ich mal gespannt. Ey, vielleicht erhöht er noch und vielleicht kommt noch der Aimbot mit rein. Ja, noch sehe ich zumindest keine Zielhilfe, genau. Also. Nee. Na, auch mal, da wieder, Peter. Keiner. Ist ein Aim, ein Wallhack ist auch keiner, Peter. Eine Zielhilfe. Da muss man auch keine Granaten mehr rein. Ja, Bram, aber dann musst du ja wirklich alles anklicken, jedes Mal, wenn da irgendwas passiert. Ja, da sehe ich mich auch. Das ergibt ja dann überhaupt keinen das Sinn. Das ist dann echt Quatsch. Also. Ich frag mich überhaupt, wofür eine Unterteilung da gibt, wenn er cheatet, Lifetime-Ban. So einfach ist die Geschichte. Ja, warum die das unterteilen, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Wie halt gute Frage. Den hat er kurz gesehen, aber dann hat er die Ecke geguckt, ist natürlich so eine Sache. Ja, also das ist... Komm, schießen einfach durch die Pre-Aim. Ja, natürlich! Ist klar! Ah, aber jetzt hat er gerade noch einen Appell. Den nehme ich eher. Das ist ja nicht mich verstecken. Oh, hat er eine AWP? Nee, ja, jetzt, Leute, vielleicht kommt jetzt der Aimbot. Ich glaube, der hat aber nur nicht die Kohle gehabt. Der hat nicht genug Money gehabt für die Orb. Vielleicht holt er sich jetzt eine.
Nee, kein Aimbot. Super direkt. Weißt du, auf der anderen Seite. Alter, es ist ja so obvious einfach nur. Aber er hat mich getroffen, oder? Nee, ja, okay. Auch. Nee. Der ist einfach scheiße. Der ist halt echt scheiße. Ja, aber du kannst schon durch den Rauch schießen, weil du die Leute einfach siehst und triffst trotzdem nicht. Ja, aber zielen muss er halt noch selber, wa? Ja. Da könnte halt aber auch die Mauer gewesen sein. Da würde ich ja dann sagen, weißt du, wenn du schon Warlock benutzt, dann kannst du auch eigentlich auch direkt ja, ich bin auch der Meinung, einfach. Wenn das so eindeutig ist, ja, Lifetime-Ban und vorher darf noch Welp auch noch 100 Euro von der Kreditkarte abbuchen. Kreditkarte? Nee, sonst wäre doch immer, ist nicht. Der geht doch sonst immer automatisch irgendwo auf den Kopf oder so, ne? Ja, ja. Also ich glaube auch, dass das also der versucht nicht. Ja auch den Warlock nicht zu verstecken. Ich denke, der würde einen Schatz geben. Aber gesprungen ist er noch nicht, ne? Also Bunny Hop irgendwie. Nee, so ja, auch noch nicht richtig gesehen. Sehe ich auch nicht auf Anhieb. Ey, hinter dir ist einer. Hinter dir. Ja, der weiß, dass es noch zwei. Nein, der will die Kids da haben. Ja, und noch eine Nate da rein. Ja, jetzt läuft sie zurück. Okay. Kann man schon mal direkt Mitte verschieben. Aber wie spielt ihr das denn? Sagt er jetzt den Leuten, ey, ich glaube, die verschieben gerade Richtung B. Ja. Wahrscheinlich sagt er das keinem, weil er will ja die Kills haben. Das stimmt, er hat 17-6. Ich würde das Scoreboard. Er hat sich gerade gedacht, ich muss mal langsam machen, was das fake aussieht. Hast du das Scoreboard angezeigt, wenn du Tab drückst? Nee, ne? Du siehst immer nur doch. Doch. Ja, cool. 17-6. Ja, guck mal, der andere hat 15-5. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Ach, der denn da jetzt gerade? Warten. Hey. Ja, warten, die anderen sind halt dran. Genau, der hat keinen Bock. Wäre zu auffällig in seiner Perspektive, wenn er zu B rennen würde. Also spielt er da ein bisschen rum. So, nachladen. Okay, die rennen jetzt Richtung B mit zwei Leuten. Er weiß, dass da noch einer ist. Oh, der hat geruckelt. Hm. Ja. Hm. 3 gegen 1. Ah, jetzt gehen wir doch mal zurück. Ach shit, die haben die anderen gemacht, lol. Blending. Oh mein Gott, ist das räudig. Komm, schieß durchs Holz. Das ist die Teammates. Kann man Leute rausvoten? Ja, ne? Du kannst die Leute kicken. Also wenn du das siehst, während du mit jemandem spielst, den versuchst du doch nicht nur zu reporten, sondern rauszuvoten. Okay, ey, ganz ehrlich, zwischendurch haut er aber auch Shots raus, wo ich mir denke, hat er da nicht vielleicht doch eine rechte Hilfe? Aber dann denke ich mir halt so, wenn du weißt, dass der da kommt, so wie der, und der andere, der getötet wurde, wusste das ja nicht, das heißt, der läuft super vorsichtig und langsam. Ja, das ist schon richtig. Ja, und du musst nur deine Arme dahin halten. Der pre-aimt halt übelst. Ja, aber klar verhältst du dich anders, wenn ich weiß, ob einer an der Ecke langläuft oder nicht. Wenn du halt nicht weißt, dass der Ecke ist, gehst du viel vorsichtiger vor, weil du in jede Ecke guckst. Ja. Das verstehe ich schon. Guck mal, den da rechts. Ja. Ah, Flashbang. Und. Oh, aber der war schon fishy. Ja, der flickt halt immer so leicht bei den Schüssen. Der ist immer daneben und zieht dann quasi noch schnell recht rüber. Beim Schießen, also der war jetzt wirklich komisch. Das hatte der eben schon mal mit der Scout. Hatte der das auch einmal? Mit der Deagle sehen wir das ja jetzt. Ah, alles legit Deagle Headshots. Da ist keiner. Ja, wundert mich. Ja, komm, Leute! Ja, doch, ja. 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 Du kannst auch pausieren, oder? Das war aufgeschaltet, oder? Ich kann auch pausieren, ja. Kannst du zurück kurz den jetzt einen Kill gerade? Nee, das geht leider nicht. Den ersten Deagle-Kill. Also irgendwie geht das auch. Das haben wir beim letzten Mal das hingekriegt. Aber ich hatte das wieder vergessen. Zurückspulen? Ja. Ja. Ist ja okay. Schade, sonst hätte ich den gerne noch gesehen. Ich weiß nicht, wie. Also ich glaube, da gerade auf Short hat er aufgeschaltet. Du meinst M-Bot angemacht? Ja. Nee, nicht also ja, der hat gegriffen. So nach dem Motto, er wusste zwar logisch, dass der da Short ist, aber... Alter. Gut, komm schon. Sau. Ach komm, ey. Aufwendig. Er ist ein guter Spieler. Ja, er ist ein Top-Spieler. Würde ich sagen, aber wenn man weiß, wo die Gegner sind, hat man eben einen fetten Vorteil. Ja, irgendwie ja. Schon, wa? Und dafür ist er eigentlich. Ich kacke. Du kannst ja nicht. Ja,
Ja, da hat er verkackt. Oh Mann, ey. Ach, das mit dem Aimbot ist mir zu unsicher gerade noch. Das nervt mich. Zeig's nochmal mit der Diegel. Ich dachte, ich wäre mir jetzt sicher, aber jetzt gerade war wieder so scheiße. Ja, genau, das habe ich auch nicht verstanden. Warum schießt du die Leute? Aber vielleicht passiert der Aimbot nicht im Zoom. Ja, das kann natürlich auch sein. Vielleicht hat er die Leute. Warum hat er die gerade nicht einfach weggeschossen? So, sehen wir jetzt. Diegel zeigt uns das. Ja. Aber seine Kollegen. Wieso spielen die Kollegen jetzt gerade auch eine Pistole? Die haben wahrscheinlich. Aber den macht er jetzt weg. Den headshottet er jetzt einfach. Jetzt. Nee. Oh, das war auch wieder richtig kein scheiße. M-Bot. Nee, kein M-Bot. Ja, da! Da. Ja, da war er einfach drauf. Also, aber der hat nicht beim gezogen. Beim M-Bot würde ich sagen, es gibt ja so M-Bots, die machen nicht so Peng drauf, weißt du, sondern ja, so Zielhilfe halt. Ja, ich neige auch dazu, dem Zielhilfe reinzudrücken. Ja, Zagus hat ja auch gesagt, wenn der den Nein-Hack schon haben. Der hat nicht mal versucht, auch den Wallhack zu verstecken. Genau, der hat so obvious wichtig gehackt. Wichtig ist, mit Neigen sagen wir zweifelsfrei erkennbar. Ja, genau. Auf jeden Fall. Das ist richtig. So, jetzt aber... Du hast ja selber auch gesagt, ich würde mir jetzt schlechter vorkommen, wenn ich bei allen Sachen unsicher wäre, da was anzuklicken, als wenn du bei einem schon zu 100% bist. Dann kannst du das andere auch nehmen, so der gehört eh gebannt. Ob das jetzt der eine oder andere absolut Grund korrekt. Ist, ist scheißegal. Und der Hammer fällt. Ja, letzter Hammerfall. Boom. Oh, Hammerfall 3, war meine 2, erste Metal Band. Geil. Ja, die erinnere ich mich noch. Hier war ja obvious hier. Die 3 an. Da. Oh, Alter, ich bin hier heute aber on a roll, Leute. Ich sag doch, hier läuft. Jeder hat auch richtig gute Fälle. Ja, ist halt echt so. Trilux ist voll neidisch. Einfach. Trilux ist voll neidisch. Der hat mich gerade angerufen. Echt? Ja. Sag mal, ey, wir haben voll die geilen Fälle. Fuck. Ey, wir haben voll die geilen Fälle. Dann legst du einfach wieder auf. Und dann legst du wieder auf. Insertion, Junge. Oh. Jetzt geht los. Die haben wir jetzt ein paar Mal gespielt. Ja, wirklich ein paar Mal. Der Nebel ist einfach so räudig. Ja, den finde ich auch irgendwie räudig. Der sollte noch einen Ticken weiter weg sein. Und damit meine ich aus. Okay, ich sehe noch keine Scouts. Hast du die mitgespielt, Sepp? Ja, die erste, als wir die das erste Mal gespielt haben. Ja, weil letztens haben wir die gespielt mit Jules, das war echt lustig. Okay, was haben wir hier? Hab die voll vorgeführt. Bunny Hop, oder? Ja, das sieht zumindest so aus. Sieht so aus. Ja, na, Bunny Hop ist für mich das Schwierigste zu erkennen, ehrlich gesagt, aber... Das erkennt sich doch. Trilux meinte ja, CS hat das so schwer gemacht, dass du theoretisch den exakten Frame treffen musst. Und das ja, tut das er gerade 5, 6 mal hintereinander. Okay, und der hat definitiv eine Zielhilfe. Die aber nicht auf den Kopf geht. Ja. Ich meine, der hat... was ich eigentlich sagen wollte, war Warlock, genau. Zielhilfe weiß ich noch gar nicht. Du hast ihn noch gar nicht doch, gesehen. Doch, Zielhilfe also, auch. Der ist drauf... Echt? Doch, safe. Da hat er ganz schön viel daneben geschossen. Ja, aber Zielhilfe muss nicht sein, das ist ja das, was ich meinte mit drauf, sondern, sag, pass auf, der geht in jetzt der irgendwie... Nähe. Also, ja. Der geht einfach in die Nähe des Kopfes. Genau. Also, da hast du gerade richtig gesehen, ja, alles. Die Maus gelockt. Ja. Kannst einfach 1000% vorspielen und alles drücken, Junge. Der ist tot. Ich möchte noch eine Runde sehen. Ja, wir sehen noch eine Runde. Aber guck dir noch ein paar Runden an, gerne. Oh, Bram hier. Eine P90 ist gegen den Team schon. Hat er schon selber gekillt. Kein Bock auf so Spaß, sehr gut. Also, er hat legit alles einfach. Ja, guck mal, wie schnell der jetzt auch ist. Ja, das ist halt. Ja. Ah, gut predicted. Ja, wow, schon, ey, respektable Leistung. Das macht doch einfach es keinen gibt Spaß. Ja auch nur vier Gänge, Leute. Du musst da einfach. Warum hat er da hingeschossen? Das war doch jetzt auch einfach. Der hat einen getötet da, oder? Nee. Da war keiner. Nee, siehst du auf den. Ach, schieb unten. Nee, weil oben rechts war im. Egal. Jemand anders hat eigentlich. Vielleicht, okay. Ah, jetzt nochmal kurz minimieren. Er muss kurz den Warlock anmachen. Mach da noch Speedhack an, pass auf. Das würde mich mal interessieren, das zu sehen. Das habe ich noch nicht gesehen. Ob du dann wirklich. Oh, der ist schon wieder voll gelockt. Oh Mann, ist das freudig. Ich meine, ist schon. Also, der ist schon hart. Ja. Der ist schon echt hart. Die anderen liefen halt auch schon auch. So, ne? Die sind ja, deswegen. Die anderen gehen auch einfach. Das finde ich. Da hätte ich aber auch doch keinen Bock drauf. Ja, dafür, dass, die kriegen dann dafür eine Strafe, ne? Das ist natürlich dann auch scheiße. Ja. Ich finde, die Strafe sollte reversed werden, wenn dann Overwatch-Community. Ja, zu dem Schluss kommt, alles klar, du hast gecheatet. Die Strafe ist ja nur, dass du dann warten musst, bis du zu dem nächsten Match kommst und dann ist ja eh vorbei. Das heißt, ja, aber dann kriegst du wieder ein Reward oder so wieder, irgendwas. Ja, stimmt, dafür dürftest du das nächste Spiel einmal abbrechen oder so. Ohne Strafe. Okay.
Ja, das ist vielleicht auch nicht optimal. Muss man also aber vielleicht eine Minute drüber nachdenken. Alles. Der hat alles. Ja, also, wenn er reinzoomt, ja, schaltet er sofort auf. Definitiv. Alter, und dann kommt so eine Nate oder was? Ja, aber die war halt nicht. Das halt einfach nicht. Ja, ne, genau. Das ist halt immer die größten Loser, die solche Cheats überhaupt benutzen. Ja. Die haben auf jeden Fall einen kleinen Penis. Richtig gut. Wobei, Peter, du hast teilweise hast du so Pro-Player, die sowas benutzen. Ja, und Mate angeschossen. Ja, gut, okay, nur weil Pro-Player benutzt, können das ja trotzdem arme, verreckende Würstchen sein. Ja, super, aber ich dachte eigentlich, normal nehmen das Leute, die nicht ganz so gut in den Genau. Aber hast recht, ja, das ist natürlich auch ein Problem in der Pro-Szene. Guck mal, wir kommen nicht ganz so oft. Der Lockdown versucht abzuschütteln. Hey, was macht der denn da jetzt? Warum wartest du? Warte. Schießt du einfach durch die Wand den kaputt? Die Leute wissen nicht, dass du cheatest. Was soll denn das dann noch? Nee, geht doch nicht durch jede Wand, oder? Ja, aber das war ja nur die Holzwand, oder? Haha, wie scheiße das ist! Ja, moin! Ah, das war natürlich doof jetzt, ne? Halt der war sehr aufschnitt. Ja, Sprung, ja! Ich bin ja gerade echt weggeknallt durch alles. Was soll das denn jetzt hier? Trickshots mit Aimhack oder was? Was ist das denn für der Scheiß? Was das muss er für sein TikTok noch aufnehmen. Ei. Ui, ui, ja. Nur richtig scheiße. Wir ja, hast ihn endlich gekriegt. Herzlichen Glückwunsch, ey. Bist ich glaub, ganz den toller. Können wir abschließen, den Fall. Ja, habt ihr absolut recht. Der ist ja, Da Vorspulen ging irgendwie, indem ich das nach Ende ziehe und dann auf Resume drücke. Genau, das geht aus irgendwelchen Gründen. So, alles. Zielhilfe, ja, zweifelsfrei erkennbar, Sichthilfe ebenfalls, anderweitige externe Hilfe ebenfalls und Spielbehinderung ebenfalls. Alles. Und der letzte Hammer dieser Folge fällt. Boom. Recht. Weggebannt, hoffentlich. Der Schmutz hoffentlich. Ist wieder etwas weniger im Internet. Ja, und ja, wir haben aufgeräumt. Auf. Ja, ist halt echt so. Sehr gut gemacht hier an meine Mithelfer. Und wir haben mir wieder dafür gesorgt, dass die Internetwelt ein besserer Ort ist. Vielen lieben Dank. Sagt mal, was wir alles falsch gemacht haben. Ich glaube ja, wir haben alles richtig gemacht. Triggert. Wir versuchen alles richtig zu machen. Das stimmt tatsächlich. Und wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.